Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit uns hier in diesem Gottesdienst. Herzlich willkommen. Es ist in den letzten zwei Wochen viel passiert. Fabriken, Büros, alles kommt wieder in Gang. Die Schule ist wieder busy, busy. Und auch wir beginnen heute wieder mit dem Lehrgottesdienst. Versammlungen sind wieder regelmäßig auf der Tagesordnung. Das Leben darf weitergehen. Das ist ein Vorrecht, das ist unser Ruf und das wollen wir auch gerne tun. An diesem Sonntag wird auch Pastor Dr. Karl Böhmer in der Christusgemeinde in Kirchdorf eingeführt als Pastor und wir teilen auch die Freude mit unseren Glaubensbrüdern und Schwestern. Hier wollen wir uns für Gottes Wort öffnen und seinen Frieden empfangen. Das Thema dieses Sonntages, zweiter Sonntag nach Epiphanias, steht unter dem Vorzeichen des Evangeliums, die Hochzeit zu Kanaan. Hier ist der Freudenmeister, der zu uns kommt, seine Wunder tut und uns reichlich beschenkt. Der Wochenspruch, der uns begleitet, aus Johannes 1, Vers 17, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Christus Jesus geworden. Wir wünschen uns gegenseitig Gottes Segen und singen das erste Lied 143, 1 bis 5. Worte lesen, du
Unsere Hilfe ist dir, dem Namen des Herrn. Christus spricht, wenn ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. So lasst uns knien, Gott unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten, im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Treuer himmlischer Vater, von deiner Gnade leben wir und was wir haben, kommt von dir. Du lädst uns ein, zu dir zu kommen mit Freuden und Sorgen, mit Erfolg und Versagen. Vor deiner Gerechtigkeit zählt keiner unsere Werke, doch unsere Werke werden durch dein Gesetz zur Anklage. So bekennen wir unsere Schuld, verwandle du das Dunkle in Licht, was traurig ist in Freude, was Sünde ist in Gerechtigkeit. Wir fliehen zu deiner grundlosen Barmherzigkeit, suchen und bitten um Gnade. O Herr, sei uns Sündern gnädig. Amen. So schreibt der Apostel Johannes, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade aber und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Gott hat sich unser erbarmt und seinen einigen Sohn für uns in den Tod gegeben und um seinetwillen uns vergeben. Auch hat er allen denen, die an seinen heiligen Namen glauben, Kraft gegeben, Gottes Kinder zu werden und ihnen den Heiligen Geist verheißen. Wer glaubt und getauft wird, der soll selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du leitest und regierst alles, was im Himmel und auf Erden ist. Erhöre gnädig das Flehen deines Volkes und verleihe uns deinen Frieden alle Tage unseres Lebens. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir hören die aus den Sendschreiben für diesen zweiten Sonntag nach Epiphanias, die Lesung aus Römer 12, ab Vers 9. Einige Anweisungen für das christliche Leben. Die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, einer komme den anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient den Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den geringen. Haltet euch selbst nicht für klug. Soweit die Lesung für heute. Du aber, o Herr, erbarme dich unser. Wir sind vergeben.
Wir hören das Evangelium zu diesem zweiten Sonntag nach Epiphanias mit dem Thema das, der Freudenmeister aus dem Johannesevangelium Kapitel 2, die Hochzeit zu Kanaan. Am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Siehe, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, in der jeder gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, da ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt doch zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Wir wollen auf das Evangelium antworten, indem wir zusammen mit der ganzen Christenheit auf Erden unseren Glauben bekennen, mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzen zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von deinem Erbarmen zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, an die heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Herr, unser Gott und Meister.
Gnade und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. Mit unserem Text in der neuen Predigtreihe bewegen wir sozusagen aus diesem schönen Kirchgebäude heraus. Da draußen sehen wir, es ist wunderbar, es hat gerade geregnet, ein saftiges, grünes, dunkles Grün der Natur erquickt die Seele. Wenn wir nun diesen Text lesen, müssen wir uns versetzen, als ob wir ins Flugzeug steigen, vielleicht da zur Nordkap fliegen, wo es vor 3 bis 5 Jahren zuletzt geregnet hat. Wir haben so ein paar Bilder in den Medien gesehen, wie es doch ein bisschen geregnet hat und die Kinder dort fröhlich im Wasser sprangen. Mit unserem Text aber sind wir mitten in einer Dürre. Wir haben die verzweifelten leeren Augen der Farmer gesehen, Nord- und Ostkap, die sandigen Windhosen der öden Landschaft, die hart getrockneten Karkasse der Rinder im Feld, die verdorrten Büschel am Horizont. Eine Welt sogar ganz anders, als was wir es jetzt erleben. Wir lesen aus Jeremia 14, sehr ähnlich wie der Gesang, den wir eben gesungen haben. Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre oder eine Hungersnot auch. Juda liegt jammerlich da, seine Städte verschmachten. Sie sinken trauernd zu Boden und Jerusalems Wehklage steigt empor. Die Großen schicken ihre Diener nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Selbst die Hirschkühe, die auf dem Felde weiden, verlassen ihre Jungen, weil da kein Gras wächst. Die Wildesel stehen auf kahler Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale. Ihre Augen erloschen, weil sie nichts Grünes finden. Ach Herr, wenn unsere Sünde uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen, denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir gegen dich gesündigt haben. Du bist doch der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist, und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen, verlass uns nicht. Soweit die Lesung. Ein bitterer, süßer Geschmack steigt in mir hoch, bitter, wie wir es gelesen haben, weil Menschen und Tiere, Pflanzen und Natur verschmachten. Aber auch weil hier ein Sündenbekenntnis ausgesprochen wird, das doch keins ist. Oder ist es eins? Vielleicht nur doch eine Hoffnung. Vielleicht gibt es da Leben. Manch einer mag sich fragen, wir sind doch hier im Kirchenjahr gerade noch im Weihnachtskreis, nicht wahr? Epiphanias, der Weihnachtsbaum war noch vor kurzem da. Das Thema heute, der Freudenmeister, warum so einen morbiden Text? Uns geht es doch gerade gut. Wie gesagt, die Pflanzen stehen da draußen in voller Pracht auf den Feldern. Wir haben im Beruf und in der Schule gerade ein neues Jahr angefangen mit Enthusiasmus und Schwung. Warum dann nun von Niedergeschlagenheit und verzweifelten Menschen lesen? Nun, ich sage das auch gerne zu Schwermütigen. Wenn es dir gut geht, solltest du dich einsetzen, nachzulesen über den Krankheitszustand, über Hilfen und Medizin gegen Depression und Trübsal, wenn es dir gut geht. Denn wenn es in den schweren Phasen, wenn die wieder über dich kommen, hast du keine Kraft mehr. Wenn alles dunkel wird, sieht man keine Sonne, auch wenn sie scheint. Und dann hat man keine Lust für irgendetwas. Wenn man da erstmal ins tiefe Loch reingerutscht ist, dann kann man kaum noch auf guten Rat hören und noch weniger durchsetzen. Aber wenn du dann schon Wissen angesammelt hast,
ist es möglich, doch auch in dem schwermütigen Zustand dich zu erinnern. Da vielleicht doch wieder Mut zu fassen und die Hilfe in Anspruch zu nehmen, dich aufzuraffen und nicht einfach in die Dunkelheit hineinziehen zu lassen. Ja, deswegen lassen wir auch Kindern Sprüche und Gesänge lernen, während es ihnen gut geht. Sodass, wenn die Gewitterwolken später im Leben zusammenballen, sie nicht vergessen sollen, dass hinter den Wolken immer noch die Sonne scheint. Oder wie das Sprichwort sagt, spare in der Zeit, so hast du in der Not. So bekommt die Gemeinde Jesu ein Wort heute, während es gut geht. Damit, wenn die Zeiten sich ändern, sie damit umgehen können. In sehr anschaulichen Bildern wird also hier in Jeremia 14 der Zustand Israels geschildert. Der erste Vers ist wichtig. Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre. Also die Trockenheit war schon da. Und die Leute fragten sich, wie lange noch? Wie kommen wir hier wieder raus? Warum geschieht das? Wenn eine Dürre hier bei uns eintrifft, wen fragen wir? Natürlich die Meteorologen, die Wetterpropheten. Warum diese schreckliche Dürre? Und dann antworten die, ja, das ist El Nino, also so ein Wetterphänomen, das verursacht sowas. Oder ein Vulkanausbruch auf der anderen Seite des Globus. Oder das ist der Klimawandel. Nicht wahr? Das heißt so viel wie, Edge, du Mensch bist selber dran schuld, dass die Sonne immer heißer scheint und dass die Temperaturen im Meer steigen. Oder sonstige Antworten, die mir eigentlich nichts helfen. Denn ich kann weder die Meerestemperaturen beeinflussen, noch die Vulkanausbrüche beherrschen, noch die Wettersysteme rumschieben. Gibt es dann eine andere Erklärung? Kann ich was ändern? Und da antwortet der Prophet, doch, es gibt die Macht, die Himmel und Erde hervorgebracht hat. Da ist Gott, der alles in seiner Hand hält und alles beherrscht. Ihr kennt das doch, Israel, nicht wahr? Das ist der Gott Jahwe, der euch mit mächtiger Hand aus Ägypten geleitet hat, aus dem Land der Sklaverei in das gelobte Land. Ja, dieses Land war in der Tat das Land von Milch und Honig. Nun aber liegt es öde und verwüst. Erinnerst du dich, Israel, woher das kommt? Da hat Gott mit dir einen Bund geschlossen und gesagt, 5. Mose 28, wenn du aber nicht gehorchen wärst der Stimme des Herrn deines Gottes und wirst nicht halten und tue alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht auf den Acker. Der Herr wird dich schlagen mit Epidemien, Entzündungen und Fieber, Wundbrand, Dürre. Aha, da haben wir es. Getreidebrand und Getreiderost, die dich verfolgen werden, bis du umkommst. Der Herr, der über deinem Haupt ist, wird wie Kupfer werden. Der Himmel, der über dein Haupt ist, wird wie Kupfer werden. Ich war es. Abendrot und die Erde unten der dir wie Eisen. Statt des Regens für dein Land wird der Herr Staub und Asche vom Himmel auf dich geben, bis du vertilgt bist. Du weißt doch das, Israel. Also wenn die Dürre über dich gekommen ist, sollst du doch sofort dran denken, aha, das kommt von Gott. Warum? Weil wir sein Bundesvolk ihn verlassen haben. Wir haben Gott weggeschmissen. Und so hat er uns auch gehen lassen, den Weg, den wir uns selbst ausgesucht haben. Wir verstehen, es geht hier also nicht nur um kleine Übertretungen, wofür Vergebung der Sünden zur Verfügung steht, sondern um die Verhärtung Israels in ihren Sünden. Sie wollen ja gern sündigen, streben danach, weiter zu sündigen. Aus grundverkehrten Haltung resultiert dann alle Tatsünden. Und nun kann man alle möglichen Sünden hier hineinlesen, die Israel damals und viele Menschen ja heute auch noch gerne tun. Korruption, Sonderkommission, Ungerechtigkeit,
Ignorieren der Rechte von armen Witwen und Fremdlingen im Land, falsche Toleranz von fremden Göttern im Tempel. Sie hören gerne auf die falschen Propheten, die ihnen nur Gutes verkündigen. Kennen wir heute auch, nicht wahr? Falsche Propheten, die verkündigen zum Beispiel Your best life now. Vielleicht kennen einige das. Name it and claim it. Damals brachte Gott deutliche Zeichen, die Israels Untreue hervorhoben. Halte meinen Bund, ich werde dich segnen. Verlasse meinen Bund und ich, Gott, werde dich strafen. Da ist eine 1:1 Korrelation von Sünde und Strafe, Gerechtigkeit und Segen. Israel, siehst du das nicht? Doch, wir sehen es. Bitte Gott, lass uns nicht fallen, denn du bist unser Gott. Auch Jeremia sieht es und beginnt für sein Volk zu Gott zu rufen. Die weiteren Verse, die habe ich noch nicht gelesen, Jeremia 14. Aber da sagt Gott zu Jeremia, nein, bitte nicht für dieses Volk. Denn sie haben ihr Herz verhärtet. Das wäre die größere Strafe, dass Gott seine sündigen Kinder nicht mehr hört, sie sich selbst überlässt, ihrem Ende entgegenzulaufen. Gott sagt, sie wollen mich nicht, sie wollen nur etwas von mir, sie wollen nicht mich, Gott. Sie wollen von ihrem Unglück befreit werden, ja, und dann lustig weiter sündigen. Tragisch. Aber Gott ist zum Glück noch nicht fertig. Können wir diesen Text auf heute übertragen? Ja und nein. Ich weiß, einige denken, warum ja und nein? Sag entweder ja oder nein. Nein, es ist ja und nein. Ja, wir können ihn auf heute übertragen, ja. Denn das Gesetz Gottes steht. Und Gott wird seine Gerechtigkeit durchsetzen. Ja, die 10 Gebote gelten, damals wie heute. Und Gott demütigt alle Menschen, indem er den Tod zu allen Menschen durchdringen lässt. Ja, Gott schickt auch heute noch Katastrophen, um Menschen zur Umkehr und zur Buße zu rufen, sagt Jesus sogar, auch im Neuen Testament. Sobald wir nur auf Wetterpropheten hören und ihre Erklärungen, sobald wir nur die Ereignisse Naturereignisse völlig von Gott lostrennen. Gott und Natur hätten nichts miteinander zu tun, denn wäre Gottes prophetischer Aufruf totgeschwiegen. Und dennoch, nein, nein, wir können ihn nicht direkt übertragen von Jeremia zu heute. Denn zwischen Jeremias Gerichtsworte und uns heute steht das Kreuz. Was macht das Kreuz aus? Genau das, was Jeremia und die vielen anderen Propheten ebenfalls angekündigt haben. Das Gericht und die Katastrophe wird kommen. Und genau das schrecklichste Gericht ist eingetroffen. Und wir Christen sagen, da am Kreuz ist es eingetroffen. Da kam Gott selbst in seinem Sohn und zeigt uns, ich, Gott, nehme mein Gericht auf mich selbst durch meinen Sohn. Sonst verschmachten die Menschen nicht nur in der Dürre und Hungersnot, sondern auch in der Hölle. Gott sagt, ich nehme mein Gericht nicht zurück, sondern ich nehme es auf mich selbst. Sollte ich Gott das Gericht wegnehmen, dann gilt meine Gerechtigkeit nicht mehr und dann gilt auch mein Segen nicht mehr. Dann habe ich Gott euch Menschen hier was vorgelogen, dann stimmt ja mein Wort nicht. Aber mein Wort gilt. Und der Fluch, der dich und mich in unserer Sündenverstricktheit trifft, wird nun wie ein Blitzableiter übergeleitet auf den Sohn Gottes, auf Golgatha. Siehe, darum übertragen wir den Jeremia-Text nicht direkt von damals auf das heutige, denn da steht das Kreuz. Dort ist Gerechtigkeit geschehen. Und weil für uns Christi Gerechtigkeit gültig ist, darum gilt auch für uns seine segnende Zuwendung. Jemand könnte einwenden, warte mal, nur Segen?
Das Unheil trifft doch auch die Christen, nicht wahr? Heute noch. Auch Christen werden von, sag mal, Feuer wie in Australien gefressen. Auch Kirchen werden in Erdbeben verwüstet. Auch Christen werden in Syrien bombardiert. Ist das nicht Strafe Gottes? Nein, ist es nicht, wenn wir die Gerechtigkeit Christi haben. Ich sagte ja, Gott ist noch nicht fertig mit uns. Wir müssen noch ein bisschen weiterdenken. Das Kreuz bringt nämlich noch ein Geheimnis mit sich, worüber wir nachdenken müssen. Wir müssen manchmal das Unheil, das Gott über die Welt bringt, miterleiden. Das ist Teil des Los Christi. Christus leidet und er leidet mit der Welt. Und wir Christen leiden die Leiden Christi mit in dieser Welt. Warte mal, jetzt wird es kompliziert. Hör noch mal hin. Also Christus nimmt die Strafe der Welt auf sich. Er nahm auf sich alle Krankheit, alle Schmerzen, heißt es doch in der Bibel, durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Kreuz zeigt uns, das Heil Gottes kommt durch Unheil, durch Katastrophe am Kreuz. Sind wir mit Christus verbunden, dann sind wir auch mit seinem Leiden verbunden. Und manchmal sind wir Christen dazu gerufen, durch das Unheil dieser Welt mitzuerleiden. Was für ein Heil Gott daraus wirken lässt, das überlassen wir Gott. Das durchschauen wir nicht so schnell, denn Gottes Heilshandeln erstreckt sich oft über Generationen und Jahrhunderte. Aber die Missionsgeschichte und auch die Geschichte dieser Gemeinde Lüneburg zeigt immer wieder, dass Christen nicht aus dem Leiden dieser Welt herausgenommen werden, sondern mitleiden an dem Seufzen der Menschen und der Natur. Sehen wir das noch? Aus dem Leiden der Vorväter ist hier eine blühende Gemeinde gewachsen, nicht wahr? Was wissen wir, was Gott in Syrien und Australien oder sonst wo noch wachsen lässt? Aber wir bekommen eine Ahnung, wir haben es hier mit größeren Dingen zu tun, als nur das Leiden von Einzelpersonen oder kleinen Gruppen. Wir bringen dieses Leiden, auch dieses Leiden, mit in Verbindung mit dem Kreuz. Und darum dürfen wir auch wir rufen, du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Du bist doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen, verlass uns nicht. Und während wir noch rufen, hören wir auch die Zusage im Neuen Testament. Jesus Christus spricht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin bei euch in guten wie in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, in guten Saisons mit grünen Feldern und in schlechten Saisons der Dürre und Not, in diesem Leben und in Ewigkeit. Letzte Frage. Glaubst du ihm das? Glaubst du, dass Jesus Christus getauft und mit dem Heiligen Geist gesalbt wurde, um deinen Fluch auf sich zu nehmen? Dann gilt dir doch auch sein Segen. Er will dich zur Freude bringen, indem er die Strafe auf sich nimmt. Er will, wie wir es in der Evangeliumslesung gehörten, Wasser in Wein verwandeln. Ja, er will nicht nur Wasser für ein durstiges Land, sondern lebendiges Wasser für die Seele geben. Er will dir nicht nur etwas geben, er will sich selbst geben. Viele zur Zeit Jesus wollten solchen Heiland nicht. Und du? Amen. Wir beten. Der Psalm betet, Herr, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch meiner Seele Beute und mein Heil. Schenke uns deine Gegenwart. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Lasst uns beten. Gott der Güte, Vater von uns allen, du beschenkst uns reicher, als wir zu träumen wagen. Du schenkst uns das Licht des Tages und die Ruhe der Nacht und Kraft zum Arbeiten. Der Regen ist dein Geschenk, dein Segen. Und wir haben gehört, auch bei Trockenheit und Not willst du da bei uns sein mit deiner Gegenwart. So tu beiseite, was uns Sorgen macht, uns belastet. Fülle unsere leeren Händen mit deiner Fülle, mit deiner Freude. Richte unsere Blicke auf dich, du Geber aller guten Gaben. Von den Gaben bringen wir zu dir, durch die Kollekten am Ausgang der Kirche, durch elektronische Banküberweisung, durch viele kleine Dienste im Alltag. Segne diese deine Gaben, damit deine Kirche gefestigt und dein Reich auf Erden ausgebreitet werde. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Wir danken dir, ewiger Gott, dass wir zu dir rufen dürfen. Herr, erbarme dich. Gütiger Vater im Himmel, du bist uns nahe in deinem Wort, deines Sohnes, Jesus Christus. Du lenkst unsere Gedanken durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir danken dir für unsere Lieder, für die Musik, mit der du unser Herz erfreust. Wir preisen dich mit allen Auserwählten. Erhalte uns dein Wort und deine Verkündigung. Lasst uns zum Herrn rufen. Sende noch mehr Propheten in die Welt, Herr. Segne die Studenten hier in Südafrika und Übersee, die sich vorbereiten für den vollzeitigen Dienst. Besonders denken wir an Karl Böhmer, Herr, und die Gemeinde Kirchdorf, die heute ihren neuen Pastor einsegnet, dass du ihn zum Segen werden lässt für viele. Erhalte du auch unsere anderen Gemeinden in der Glaubensgemeinschaft, der Feldsieser. Segne den Präses und alle Mitarbeiter. Lasst uns zum Herrn rufen. Wir bitten dich auch für diejenigen, denen nicht zum Singen zumute ist, deren Herz verkrampft ist, dessen Mund stumm bleibt. Sie klagen über ihr Lebensschicksal. Herr, wir bitten dich für die Einsamen, für die Kranken, Benachteiligten, für die Betrübten und Unterlegenen. Herr, sende Hilfe. Sei du, der du sie nach deinem Namen gerufen hast und Gerechtigkeit schenken willst. Lasst uns für sie zum Herrn rufen. Du lässt uns beides erleben, Hochzeiten, Beerdigung, Regen und Sonne. Beides, Lachen und Weinen, haben wir immer wieder hier auch erlebt. Herr, erhalte das Gemeindeleben. Wir bitten dich für alle in unserer Mitte, auch die manchmal trauern und die keine Freude spüren, wie wir sie heute hören, dass sie auch dein Kreuz und Auferstehung erkennen mögen. Für sie alle lasst uns zum Herrn rufen. Für eine Regierung, die dich kennenlernen soll in deinem Gericht und in deinem Segen. Für die Sünder, deren bösen Taten aufgedeckt werden. Und für die Sünder, die weiter in ihrem Wahn ausbeuten und plündern. Hass und Streit verkündigen, dass sie zur Einkehr kommen mögen, dass dennoch dieses, dein geliebtes Land nicht untergeht, dass wir miteinander im Gespräch bleiben, dass dein Wort Friede bringen mögen, lasst uns zum Herrn rufen. Herr, so öffne du auch unsere Herzen und Händen, damit wir dich recht im heiligen Abendmahl empfangen, frei werden von Ängsten und Sorgen. Verwandle unsere betrübten Geist und erfülle unsere Sinne mit Freude und Liebe.
mit der wir immer wieder ein neues Lied anstimmen. Für uns alle, lasst uns zum Herrn rufen. Auf dich vertrauen wir, Vater der Barmherzigkeit, jetzt und alle Zeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Aufwärts die Herzen. Amen. Zu dem Herrn. Dank saget, lasset uns dem Herrn, unserem Gott. Würdig ist es, ist recht und heilsam, dass wir dir immer und überall Dank sagen. O Herr, heiliger, allmächtiger Vater, ewiger Gott, durch Christus, unserem Herrn, durch welchen deine Majestät loben die Engel, anbeten die Herrschaften, fürchten die Mächte, die Himmel und der Himmelkräfte samt den seligen Seraphim dich in einhelliger Freude preisen. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen zu dir gelangen, die wir in demütigem Bekenntnis sagen. Heilig, heilig, und gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel,
so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, so es tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch, nach dem Abendmahl dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Herr, nun komme ich in keiner anderen Zuversicht als allein auf dein Wort, das mich zu deinem Tisch einlädt. O Herr Jesu, vereinige dich mit mir, auf dass ich bleibe in dir und du in mir. Dein Leib, Herr Christus, speise mich, dein heiliges Blut tränke mich, dein bitteres Leiden und Sterben stärke mich. Herr Christus, erhöre mich, vom bösen Feind errette mich, im wahren Glauben erhalte mich, auf dass ich samt allen Auserwählten dich lobe, hier zeitlich und dort ewiglich. Amen. Kommt, denn es ist alles bereit. Das ist der wahre Leib unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Auch für dich in den Tod dahingegeben. Nimm und iss. Das ist der wahre Leib unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Auch für dich in den Tod dahingegeben. Er stärke und erhalte dich im wahren Glauben zum ewigen und seligen Leben. Amen. Das ist das wahre Blut unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, auch für dich vergossen, zur Vergebung deiner Sünden. Das ist das wahre Blut unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, für dich vergossen, zur Vergebung deiner Sünde. Das stärke und erhalte dich im wahren Glauben zum ewigen, seligen Leben. Geht hin in Frieden des Herrn. Amen. Stärke und erhalte dich im wahren Glauben zum ewigen und seligen Leben. Geht hin in Frieden des Herrn. Amen.
nimm und trink, das ist das wahre Blut unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Für dich vergossen, zur Vergebung deiner Sünden. Das ist das wahre Blut unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Auch für dich vergossen, zur Vergebung deiner Sünden. Nimm und trink, Christi Blut für dich. Das stärke und erhalte dich im wahren Glauben zum ewigen und seligen Leben. Geht hin in Frieden des Herrn. Amen. Unterhalte dich im wahren Glauben zum ewigen und seligen Leben. Geht hin in Frieden des Herrn. Amen. Erhalte dich im wahren Glauben zum ewigen und seligen Leben. Geht hin in Frieden des Herrn. Amen. Wahre Leib unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, auch für dich in den Tod dahingegeben. Stärke und erhalte dich im wahren Glauben zum ewigen und seligen Leben. Nehmt und trinkt. Das ist das wahre Blut unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Auch für dich.
dich vergossen zur Vergebung deiner Sünden. Stärke und erhalte dich im wahren Glauben zum ewigen und seligen Leben. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Darum geht hin in Frieden des Herrn. Lasst uns den Herrn danken mit dem Lobgesang des Simeons. Das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja. Lasst uns beten. Wir danken dir, mächtiger Herr Gott, dass du uns durch diese heilsame Gabe hast erquicket und bitten deiner Barmherzigkeit, dass du uns solches gedeihen lassest zu starken Glauben gegen dich und zu brennende Liebe unter uns allen. Um Jesu Christi, unseres Herrn, willen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen, Amen, Amen.
Singt unser Vater oft und viel. Gemeinde Folgendes bekannt zu geben. Es hat sich überweisen lassen, Frau Silke Johannes zur St. Peters Gemeinde Durban-Westville. Wir wünschen ihr Gottes Segen und dass sie dort auch ein geistliches Zuhause finden möge. Die Frauen der Gemeinde treffen sich im Anschluss zum Lehrgottesdienst im Bläserraum zu ihrer Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung der Gemeinde findet am 15. Februar statt. Alle Anträge müssen bis zum 2. Februar beim Kirchenvorstand eingereicht sein. Alle Berichte sollen bitte bis zum 23. Januar bei Frau Lydia Meyer eingereicht sein. Die E-Mail-Adresse und so weiter wird noch in dieser Woche in den verschiedenen Gruppen bekannt gegeben. Die Frauenrissfreizeit findet wieder in Fels statt am 11. bis zum 13. Februar. Und die Bibelstunden in Lüneburg finden diese Woche am Mittwochvormittag statt um 8.30 Uhr beim Pastorenhaus. Soweit die Abkündigung. Ich wünsche uns allen Gottes Segen.